Schwestern, meine lieben Brüder. Wir haben gestern im Anschluss an das Weihnachtsevangelium, den Anfang des Johannesevangeliums der dritten Weihnachtsmesse, gesagt, dass Christentum keine Idee ist, sondern Christentum ist immer konkret. Weil Christentum die einzige Religion ist, in der Gott nicht irgendwie eine Idee bleibt oder eine Vorstellung des Menschen, sondern, wie wir immer wieder bekennen und in diesen Tagen neu erfahren, Gott ist Mensch geworden, einer von uns, sehr konkret. Das lehrt uns jedes Mal der Blick auf die Krippe. Das lehrt uns der Blick auf den Menschen Jesus. Das lehrt uns der Blick, der heute noch einmal neu gelenkt wird, auf den offenen Himmel. Es ist nicht nur der Himmel offen an Weihnachten, wenn wir erfahren, wie die Engel singen, wie die Hirten von der Herrlichkeit und vom Licht Gottes umstrahlt werden und dass denen Friede verkündet wird, die Gott die Ehre geben. Der Himmel ist auch offen beim Sterben des Stephanus, eine Konkretion des Christentums, die wir fast vergessen, zumindest wir hier fast vergessen. Denn wenn die Kirche heute den Weltgebetstag der verfolgten Christen begeht, und wir können viele von ihnen sehen, sie wohnen manchmal hier mitten unter uns, sie sind in unserer Nachbarschaft, sie kommen uns näher mit ihren Schicksalen, dann ist das auch Kirche, Kirche des offenen Himmels. Die Kirche des offenen Himmels, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht nur in der Weihnachtsgemütlichkeit zu finden. Deshalb ist es gut, wenn wir am zweiten Tag des Martyriums des Stephanus gedenken. So konkret ist Christentum. Wir hören die Mahnung Jesu heute im Evangelium, dass Verfolgung zu dieser Konkretion des Christentums dazugehören kann. Und manchmal wundere ich mich, wenn wir auch von den oberen Stellen immer hören, ja, natürlich, Christentum ist nicht Komfortzone, aber gleichzeitig sitzen wir mitten darin und wir machen ja offiziell keine Anstalten, diese Komfortzone zu verlassen. Es ist gut und dazu können wir nur ermutigen, die Geschichten unserer Schwestern und Brüder anzuhören, sie nachzulesen oder sie danach zu fragen, was es bedeutet, Zeugnis für den Glauben abzulegen, wenn man sein Haus verlassen muss, wenn man Familienmitglieder zurücklassen muss oder sie gar verliert. Was es bedeutet, mit dem Tod bedroht zu werden, weil man ein Kreuz trägt oder weil man als Christ bekannt ist. Davon haben wir oft keine Ahnung. Für uns ist Christentum so irgendwie etwas, was dazugehört. Es erschien jetzt rechtzeitig zu Weihnachten ein sehr, sagen wir, wohlwollend kritischer Artikel mit der Beobachtung, dass den Kirchen die Menschen weglaufen. Es stimmt, in Scharen. In unserem Land haben seit der Jahrtausendwende 8 Millionen Menschen die großen Kirchen verlassen. Und die, die sie nicht verlassen, sondern immer dazugehören, also die nicht den Schritt tun, sich abzumelden beim Amtsgericht, die sind ja auch nicht jetzt unbedingt da. Sonst wäre es hier heute Morgen noch voller. Also es gibt sehr unterschiedliche Arten des Verlassens. Was ruft uns dieser Tag in Erinnerung? Weihnachten, das Fest des offenen Himmels, über der Krippe, über dem Hirtenfeld von Bethlehem, aber auch das Fest des offenen Himmels beim Sterben des Stephanus. Es ruft uns in Erinnerung, dass wir als Christen die Zeugniskraft verlieren, wenn wir mit dem offenen Himmel abgeschlossen haben. Wir haben an Weihnachten noch gehört und darüber nachgedacht, in den Lesungen, in der zweiten Weihnachtsmesse, dass es Voraussetzungen braucht. Freiheit und Wachsamkeit, wie es die Hirten haben, damit man diesen offenen Himmel sehen kann, damit man die Botschaft der Engel hört. Frage an uns, sind wir wach? Sind wir frei zu dieser Botschaft? Oder haben wir uns in all diesen Kritiken, die wir hören und lesen, auch von Theologen,
dass es das ja irgendwie gar nicht geben kann, einen offenen Himmel. Es geht irgendwie so um eine Idee Jesu, die irgendwie weitergeht. Aber Auferstehung, dass Christus lebendig ist in der Herrlichkeit Gottes und dass diese Herrlichkeit uns erreicht, dass wir in Verbindung stehen mit diesem Himmel. Haben wir das lange abgehakt? Engel, alles Quatsch. Das ist irgendwie so religiöser Zinnober aus dem 19. Jahrhundert, das haben wir entsorgt. Dann bleibt der Himmel verschlossen, liebe Schwestern und Brüder. Dann spricht er nicht mehr zu uns. Und wir verlieren die Kraft zum Zeugnis. Was ist dieses Zeugnis? In einer Zeit, in der der Begriff des Märtyrers sehr missbraucht wird, ist es wichtig, vom christlichen Martyrium zu sprechen und die unterscheidenden Merkmale herauszustellen. Das christliche Martyrium geschieht aus Glaubensüberzeugung. Das können andere auch für sich reklamieren. Aber der christliche Märtyrer bringt niemanden zu Schaden. Aber er achtet das Leben gering um eines höheren Gutes willen, um seiner Glaubensüberzeugung willen, des Glaubens an den offenen Himmel. Deshalb sieht Stephanus den Himmel offen. Und was tut er? Das stärkste christliche Zeugnis, das man geben kann. Er betet wie Jesus für seine Verfolger. Er betet für seine Feinde, für die, die ihn gerade in diesem Moment zu Tode bringen. Das ist etwas vollkommen anderes, als wenn wir in den Nachrichten geradezu gedanklich besudelt werden mit dem Begriff des Martyriums, der andere zu Tode bringt und dabei lediglich den eigenen Tod mit in Kauf nimmt. Das ist kein Martyrium, zumindest nicht in unserem Sinn. Das ist schändlich. Es ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen die Menschen. Warum sprechen wir nicht über solche Unterschiede? Es ist wichtig, sie zu markieren. Sie gehören zum christlichen Zeugnis dazu. Sie sind ein Zeugnis des offenen Himmels. Und schließlich noch eine andere Beobachtung. Dieser wohlwollend kritische Artikel sagt Folgendes. Es ist entscheidend, ob es den Kirchen gelingt, eine Erfahrung der Transzendenz zu vermitteln. Das meint also die Erfahrung eines offenen Himmels. Natürlich kann man das nicht einfach verwalten. Der Bischof kann jetzt nicht einen Hirtenbrief schreiben und schreiben, so, jetzt macht man den Himmel offen und dann kommen auch wieder mehr Leute in die Kirche. So wird das nicht gehen. Das wissen wir. Ob all die Bemühungen im Sozialen und Kulturellen verhaftet bleiben, also im Jetzt und Hier. Also ob wir ein solches Ghetto errichten. Damit ist aber nicht gesagt, dass das Soziale oder Kulturelle nebensächlich wäre. Das gehört dazu. Aber es ist nicht alles. Wenn wir uns darauf beschränken, weil das von allen akzeptiert wird, der Stephanus wäre uralt geworden. Wenn er gesagt hätte, oh, wisst ihr, warte, ich bin einer von den 7 Diakonen. Ich bin bestellt zum Dienst, damit die Witwen da nicht vernachlässigt werden. Ja, der könnte heute noch leben, der Stephanus. Dem hätte niemand was gewollt. Der würde eine Sozialrente beziehen, der wäre wahrscheinlich gut bezahlt und wäre wahrscheinlich 1000 Jahre alt geworden. Hätte sich den ganzen Blödsinn mit dem Martyrium gespart. Nein, aber Stephanus ist nicht ein solcher Zeuge. Er ist ein Zeuge, der sich festgemacht hat am offenen Himmel. Den offenen Himmel von Weihnachten, wie auch den von Ostern. Stephanus, der Zeuge des offenen Himmels. Unser Artikel weiter. Die Kirche in Deutschland garantiert die Transzendenz immer weniger. Im Gegenteil, oft wird das Sakrale kulturell erlebt, während die Kultur sakral geworden ist. Anders gesagt, genau das, worum es im Glauben geht, nämlich den Versuch, sich einer transzendenten Wirklichkeit zu nähern, die Grenzen von Raum und Zeit zu überschreiten, Klammer auf, was ist denn Liturgie anderes? Was anderes ist Liturgie? Wohin will sie uns führen? Sie führt uns immer, wenn wir gleich hier vorne hingehen und die Kommunion empfangen, wenn wir unsere Gebete sprechen, wenn wir hier zusammen sind. Sie führt uns an die Grenze der Transzendenz und ein Stück über sie hinaus.
Der Versuch, sich einer transzendenten Wirklichkeit zu nähern, die Grenzen von Raum und Zeit zu überschreiten, genau diese Erfahrung wird in den Kirchen immer seltener und in den Ersatzformen Kunst, Kultur, Liebe, Sport und Selbstverwirklichung immer öfter gemacht. Wer sich verliebt, schwebt im siebten Himmel. Der Film ist göttlich, das Erlebnis im Stadion überirdisch. Der Gottesdienst dagegen, so unser Artikel, ist eine Versammlung guter Absichten. Da liegt ein Problem, liebe Schwestern und Brüder. Da liegt ein Riesenproblem für uns als Christenheit. Der Tod des Stephanus ist nicht die Erklärung einer guten Absicht, sondern ist die Überschreitung einer Grenze zur Transzendenz. Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das muss unsere Blickrichtung sein. Das heißt nicht, dass wir das hier vernachlässigen. Stephanus, noch einmal gesagt, ist einer von den sieben Diakonen, bestellt zum Dienst an den Tischen, wie uns das sechste Kapitel der Apostelgeschichte sagt. Und gleichzeitig verkündet er das Wort in Offenheit. Und diese Verkündigung hat ihren Preis der Gegnerschaft. Jesus hält das nicht zurück. Er sagt es klar im Evangelium, das wird geschehen. Das ist damals nicht anders, als es heute ist, fragen wir unsere verfolgten Schwestern und Brüder. Aber er stirbt nicht in der Bitterkeit, jetzt dieses Leben geben zu müssen. Er stirbt in der Klarheit als Jünger Jesu, der sterbend für seine Verfolger betet. Das, liebe Schwestern und Brüder, aber auch nur das und all das ist christliches Zeugnis. Vielleicht hilft uns dieses Weihnachtsfest und dieser Stephanstag, dass wir auch mehr und mehr, wie Stephanus, zu Zeugen des offenen Himmels werden.